Ich selbst habe die verschiedensten Hobbys im Outdoor-Bereich, ob das Wandern, Trekking, also Mehrtagestouren sind, oder auch Bushcraft selber. Aber ist es überhaupt legal in Deutschland zu Bushcraften oder zu Survivalisten? Komisches Wort, aber wenn dich das interessiert, dann bleibt einfach dran. Ja moin, mein Name ist Alvo, ich bin gerade am Rande vom Wald unterwegs. Wir gehen gleich noch ein paar Schritte rein und heute wollen wir uns über das Thema unterhalten, ob es denn überhaupt in Deutschland legal möglich ist zu Bushcraften und zu Survivalisten. Entschuldige bitte das Wort, aber in dem Kontext fällt es mir nur so ein. Wenn wir uns mit Outdoor-Recht beschäftigen und dann natürlich auch mit der Frage, ob Bushcraft überhaupt legal ist, dann müssen wir uns natürlich auch erstmal vor Augen führen, dass es den Begriff Bushcraft an sich überhaupt gar nicht in einer offiziellen Variante gibt. Unter Bushcraft verstehen viele von uns unterschiedliche Dinge. So gibt es Bushcrafter, die machen etwas, was ein anderer zum Beispiel überhaupt nicht als Bushcrafter bezeichnen würde. Weil wir also keine offizielle Definition haben, um das Outdoor-Recht so zu klären, müssen wir uns erstmal vor Augen führen, was wir denn überhaupt beim Bushcraften machen wollen, damit wir eine einheitliche Definition zumindest für dieses Video haben. Dabei müssen wir vier Grundprinzipien meiner Meinung nach klären, die ganz grob zum Bushcrafter-Bereich gehören. Erst einmal dürfen wir den Wald betreten bzw. die Wege verlassen als erstes. Zweitens, wie sieht es denn mit Feuer aus im Wald dann natürlich? Drittens, was dürfen wir der Natur entnehmen bzw. verändern auf legale Weise, ohne dafür bestraft werden zu können? Und als viertes, dürfen wir dann zum Beispiel auch draußen schlafen? Das heißt, ich definiere in diesem Video Bushcraften als Betreten des Waldes mit gleichzeitig Kochabsicht, dabei vielleicht der Natur etwas nicht unbedingt mit nach Hause zu entnehmen, aber in der Natur zu nehmen, zu bearbeiten und dann gegebenenfalls auch noch draußen zu schlafen. Dem einen oder anderen von euch, der meinen Kanal länger verfolgt, wird natürlich sofort auffallen, dass ein paar dieser Fragen ich schon geklärt habe in Videos. Klick gerne aufs Ausrufezeichen, dort findest du weitere Videos von mir über Outdoor-Recht. Das heißt, hier werde ich alles zusammenfassen, was sozusagen in den Bereichen ja erlaubt ist und was nicht, aber eher kürzer und nicht ganz so ausführlich. Fangen wir mit dem Betretungsrecht an. In Deutschland gibt es das sogenannte Betretungsrecht des Waldes. Das heißt, jeder darf theoretisch jeden Wald betreten. Das hat aber gewisse Ausnahmen. Zum Beispiel dürfen Privatwaldbesitzer ihren Wald schützen durch Zäune, wenn es dort Verjüngungsflächen etc. gibt oder Wildschonungsflächen für die Jäger, damit die mehr Wild haben, damit das Wild besser nachwachsen kann sozusagen etc. Natürlich sind auch alle Gebiete verboten, den Weg zu verlassen, die irgendwie Schutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete sind, die Naturschutzgebiete sind etc. Dort dürfen wir den Weg nicht verlassen. Das heißt, wir dürfen vom Waldbetretungsaspekt her, wenn wir uns fragen, ob Bushcraften legal ist, die meisten Wälder um uns herum betreten und dort auch den Weg verlassen. Aber lange nicht bei allen, passt da sehr genau auf, ob es ein Naturschutzgebiet ist und wenn nicht, ob da ein Zaun steht. Ansonsten dürft ihr den meistens betreten. Zum Bushcraften gehört für mich sehr viel mehr als für andere, zum Beispiel das Handwerk, das Kochen mit dazu. Das Kochen ist draußen sehr, sehr schwierig. Man darf legal Feuer machen, beziehungsweise auch offenes Feuer, was dann sowas wie Trangia und Gaskartuschen betrifft, eigentlich nur an ausgewiesene Plätzen machen. Wenn du eine Spezialerlaubnis hast, darfst du es auch mal abseits der vorgefertigten Stellen machen. Aber normalerweise nur an solchen Grillplätzen, Trekkingplätzen, wo es schon vorgefertigte, von offizieller Seite genehmigte Feuerstellen gibt. Das heißt, das schränkt natürlich diesen Bereich des Bushcraftens sehr doll ein, wenngleich ich mich mit meinem Trangia-Kocher auch nicht wirklich immer an die totalen Regeln halte. Und ob so ein Hubschrauber über den Wald fliegend immer so legal sein sollte, das ist nochmal eine andere Geschichte. Aber vielleicht rettet er ja gerade jemanden, dann habe ich nichts gesagt. Kommen wir zum Crafting bzw. handwerklichen Bereich des Bushcraftens. Für viele ist das mit das Wichtigste. Das heißt, ein bisschen Holz zu bearbeiten, ein bisschen Holz zu schnitzen, sich vielleicht auch aus natürlichen Materialien ein Shelter zu bauen. Diese Unterscheidung in natürliche Materialien ist wichtig, da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Wir dürfen in einem normalen Wald, der kein Naturschutzgebiet ist, einen Handstrauch entnehmen. Ein Handstrauch ist meistens so viel, wie du halten kannst. Das heißt, einen normalen Ast mitnehmen,
den du schnitzen kannst etc. Das ist gleichzeitig aber nicht theoretisch nicht erlaubt in einem Privatwald, weil du ja sozusagen dem Besitzer das Holz klauen würdest, auch wenn so ein kleiner Ast, den interessiert natürlich keine Sau. Aber theoretisch wäre man dabei belangbar. Ne? Eigentum wird in Deutschland immer sehr hoch gewertet und sehr gut beschützt. Ob man das immer so handhaben sollte, ist eine andere Frage. Aber Tatsache ist, man könnte für einen Stock angezeigt werden, wenn man ihn einfach aus einem Privatwald rausnimmt. Natürlich, im Naturschutzgebiet ist das komplett verboten. Gleichzeitig dürft ihr in einem Naturschutzgebiet auch nicht die Vegetation bzw. das Gesamtbild vor Ort ändern. Das heißt, dort sind bauliche Maßnahmen wie ein Shelter natürlich komplett verboten. In einem Privatwald ebenso, weil ihr euch ja am Eigentum vergreift und es in einer Weise verändert, die dem Besitzer des Waldes, ja, also sein Eigentum in dem Sinne beschädigen, auch wenn es ihn eigentlich vielleicht nicht interessiert. Also ne, das gleiche Prinzip wie mit der Entnahme vom Stock. Ihr benutzt Privateigentum und verändert dieses, gegebenenfalls zerstört ihr es auch. Das heißt, das ist natürlich auch verboten. Das heißt, Buschkraften in dem Sinne könnt ihr dann nur noch gut in einem Staatswald, wo es erlaubt ist, mal etwas rauszunehmen oder ein bisschen baulich zu verändern. Weil es gibt da bestimmte Bauverordnungen, das heißt bei einem großen Shelter, wo noch dieses und jenes daneben bei ist, wird das auch schon wieder ziemlich schwierig. Also da kann man schon von baulichen Maßnahmen langsam sprechen und dann ist das natürlich auch verboten. Kommen wir zum letzten Bereich, dem Schlafen. Man darf draußen schlafen. Ja, ich dürfte jetzt hier einfach eine Plastikplane auslegen, wenn, ne, da kommen wir gleich zu, dass ein bestimmter Wald ist, und mich einfach hinlegen und eine Runde schlafen. Ich darf das nicht machen mit einem Zelt. Egal wo, nicht im Privatwald, nicht im Staatswald und natürlich auch nicht im Naturschutzgebiet. Im Naturschutzgebiet dürft ihr es gar nicht. Ne? Im Privatwald gibt es da keine direkte Regel, die das verbietet, solange du dabei nichts beschädigst. Gleichzeitig darfst du aber natürlich kein Zelt benutzen. Am sichersten fährst du natürlich in einem Staatsforst mit einem Biwaksack zum Beispiel. Da bist du rechtlich relativ gut auf der sicheren Seite und kannst dort draußen schlafen. Und auch im Privatwald ist das normalerweise kein Problem. Außer natürlich sind Schilder aufgestellt, ne? Also ich gehe immer voraus, ihr könnt lesen, das setze ich ein bisschen voraus. Das heißt, wenn irgendwo ein Schild steht, dann dürft ihr nicht das, was auf dem Schild steht, das ist irgendwo klar. Tja, ziemlich viele Einschränkungen. Wo dürfen wir denn im Prinzip legal buschkraften? Ja, eigentlich nur in einem Staatsforst mit offizieller Feuerstelle, nach meiner Definition. Denn nur dort darf man wirklich alles betreten. Ne? Man darf dort an einer ausgewiesenen Stelle Feuer machen. Man darf dort bauliche, kleine Schnitzereien etc. vornehmen. Auch keine großen, wie gesagt, Baurechtseinschränkungen. Ja? Aber man darf sich was Kleines basteln. Und man darf dort auch mit einem Biwaksack theoretisch drin schlafen. Das heißt, ja, Buschkraften ist legal möglich. Es ist nur sehr schwierig und nicht für jeden umsetzbar. Also ich komme zum Beispiel aus Hamburg ursprünglich, bin jetzt weggezogen. Jetzt habe ich einen Staatsforst direkt neben mir, wo ich ja dann praktisch fast alles darf mit dem Buschkraften. In Hamburg selber ist es aber praktisch unmöglich, weil alles, was an Wald bei Hamburg ist und direkte Nähe auch zu Hamburg ist, ist Naturschutzgebiet. Eigentlich alles. In Schleswig-Holstein gibt es ein Sonderrecht, dass man da nicht die Wege verlassen darf nach Einbruch der Dunkelheit. Das heißt, da ist es mit dem Schlafen komplett eingeschränkt. In Baden-Württemberg haben sich, glaube ich, die Jäger durchgesetzt, soweit ich weiß, dass man dort nicht nachts die Wege verlassen darf, egal in welchem Wald. Also auch nochmal ein bisschen schwierig. Gleichzeitig betrifft das natürlich auch alles des Survivalisten, auch wenn da natürlich der Kochenaspekt ein bisschen weniger normalerweise ist. Aber die Regeln sind ungefähr gleich anwendbar auf beide Gebiete. Das war in der Theorie. In der Theorie ist das sehr eingeschränkt. In der Praxis stört das normalerweise fast keinen. Also solange es nicht ein Naturschutzgebiet ist, dort sind die Strafen auch ein bisschen höher, ist es eigentlich kein Problem, in Deutschland Buschkraft zu machen. Man bewegt sich aber immer am Rande der Legalität und im schlimmsten Fall kassiert man eine Ordnungswidrigkeit. Ja, es ist halt dann wie Schwarzfahren, beziehungsweise wie zu schnell fahren auf der Autobahn mit, keine Ahnung, 9 km/h oder so. Man kriegt einen 100er als Strafe. Aber ich habe auch noch nie jemanden gehabt bei mir in der näheren Umgebung, dem das passiert ist. Mir auch noch nie, weil der Schaden oder das zu erwartende Bußgeld, das ist so gering, dass sich der Aufwand nicht lohnt, wirklich jemanden zu rufen. Das heißt, der Förster kommt vorbei und schnauzt euch vielleicht an und schickt euch weg. Und das ist das Größte, was passiert. Gleichzeitig gibt es natürlich aber auch, das muss man noch mal ein bisschen an dieser Stelle erwähnen, eine sehr geringe Lobbygruppe, des Buschkraftens, die eigentlich kleinen politischen Einfluss hat, und dafür aber eine konträre Lobbygruppe, die
nicht immer freundlich gegenüber den Bushcraftern eingestellt ist und sehr viel Macht hat, und zwar die Jäger. Es gibt auch manche Jäger, die denken, ihnen gehört der Wald, wenn sie es gepachtet haben, und wollen euch wegschicken. Dazu haben sie kein Recht, wenn sie nicht der Förster sind. Sie haben nur Rechte im Jagdsinne. Und Jagdsinne betrifft halt das Verlassen des Weges nicht, sondern nur, falls ihr eine Armbrust dabei hättet oder sonst irgendwas in der Richtung, dann könnten sie euch wegen Wilderei dran kriegen. Aber sie haben kein Hausrecht sozusagen im Wald, auch wenn sich manche Jäger so verhalten. Sie hätten es gerne, sie haben es aber eigentlich nicht, selbst wenn sie die Pacht bezahlen. Die Pacht schließt ja nur ein, dass sie schießen dürfen. Mehr ja nicht. Sie haben ja sozusagen nur das Wild gepachtet und sie pachten, in dem Bereich darf ich das Wild schießen, aber nicht in dem Bereich darf nur ich den Weg in einem Wald verlassen. Ne? Wichtiger Unterschied. Wie gesagt, wenn ihr mal auf einen Jäger trifft, der ein bisschen grob ist, könnt ihr ihm das natürlich versuchen, freundlich zu erklären. Meistens wird er starrsinnig bleiben. Aber ich will damit auch nicht sagen, dass alle Jäger schlimm sind, sondern nur, dass es solche Leute gibt. Und wenn ihr draußen in der Natur unterwegs sein wollt und ihr wollt da was machen etc., dann müsst ihr halt ein bisschen dafür kämpfen, für eure Interessen. So einfach ist das Ganze. Tja, über sein Recht Bescheid zu wissen ist eine mächtige Waffe und natürlich seine eigenen Interessen auch gerne durchzusetzen und standhaft zu bleiben. Ja, finde ich einfach, ist eine Bürgersache. Ne? Kann jeder sehen, wie er möchte. Ich möchte viel draußen unterwegs sein, das heißt, ich belese mich über das Recht und bleibe da auch standhaft, wenn jemand meint, er müsste da dieses oder jenes behaupten. Und so ist das Ganze einfach. Im Endeffekt bleibt uns sozusagen, ja, Buschkraften ist legal, aber sehr, sehr eingeschränkt in Deutschland. Ich hoffe, das Video konnte dir ein bisschen weiterhelfen, vielleicht auch ein bisschen zur Diskussion anregen. Teil mir deine Meinung gerne unten in die Kommentare mit, da bin ich sehr gespannt drauf. Und ansonsten findest du hier links und rechts oben weitere Videos zu Outdoor-Recht. Die habe ich zwischendurch immer mal wieder erwähnt, kannst du nochmal reinklicken für Vertiefungen des jeweiligen Rechts. Ne? Nochmal ein bisschen hilfreich vielleicht, die habe ich vor einiger Zeit gemacht. Die sind auch ganz beliebt und relativ oft angeklickt worden. Da kannst du dich vielleicht auch in die Diskussion mit einklicken. Ansonsten findest du alle Infos, die du zu diesem Kanal brauchst, unten in der Videobeschreibung. Und wenn mal nicht, kannst du im Kommentarbereich einfach fragen, dann kann ich darauf antworten. Ich würde dann sagen, wir sehen uns bei den nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, tschüss.